Schlimmer. Dann geht's weiter mit Ulti, Leben und Tod des Nintendo Game Boys. Alter, wer kennt's nicht, ihr seid gerade draußen und denkt euch, ja, jetzt erstmal ein paar Pokestops abklappern. Wahrscheinlich jeder. Portables Gaming war aber nicht immer so selbstverständlich wie heutzutage. Irgendwo musste ja ein Grundstein gelegt werden und das ist der Gameboy. Er sieht buchstäblich so aus wie ein Ziegelstein. Die charmanten Schwarz-Weiß-Spiele der späten 80er haben einen komplett neuen Videospielmarkt zum Vorschein gebracht, der heute wirklich nicht mehr wegzudenken ist. Ja, also ich hatte den Gameboy hatte ich nicht. Der erste Gameboy, den ich selber hatte, das war ein Gameboy Advance. Und ja, der war ziemlich cool, weil man da auch ältere Games spielen konnte, von den älteren Handhelds. Manchmal zumindest, oder oft. Nicht alle, mit manchen hatte ich glaube ich Probleme. Aber es war schon echt cool. Was halt blöd war bei den Gameboys, war, dass die gar keine Bildschirmbeleuchtung hatten. Also zumindest keine eingebaute, wenn ich mich richtig erinnere. Und deswegen war das, konnte man das halt voll vergessen, das im Dunkeln zu spielen. Sondern man musste wirklich immer so eine Lichtquelle haben, die, also irgendeine Lampe oder so, die dann drauf scheint, damit man überhaupt sieht, was in dem Game abgeht. Denkt man gar nicht, also man denkt halt, das ist so selbstverständlich, dass man irgendwie so Sachen am Handy, am Display sehen kann und das gamen kann, aber bei den alten Handhelds war das halt nicht so. Das ist halt auch schon eine krasse Erweiterung, also eine krasse Verbesserung zu den alten Sachen. Wie die Geschichte des Gameboys verlaufen ist und was zum Erfolg dieses netten Geräts so beigetragen hat, gucken wir uns jetzt an. Viel Spaß! Man muss sich, glaube ich, nochmal vor Augen führen, wie alt dieses Gerät eigentlich ist. Das Teil ist 1989 auf den Markt Schon gekommen und krass. gerade für uns Deutsche ist es ja ein ziemlich besonderes Jahr, da zu dieser Zeit die Mauer gefallen ist. Man könnte also sagen, das Teil ist so alt wie unser Land in der jetzigen Form. Allein das Aussehen vom Gameboy könnte nicht ikonischer sein, obwohl es sich wirklich nur um einen Klotz mit ein paar Knöpfen handelt. Der Gameboy war quasi das Simpelste, was man im Bereich der Videospiele so machen kann, aber es hat halt ausgereicht. Dadurch, dass die Technik so limitiert war, musste man sich natürlich überlegen, wie man dennoch gute Games abliefern konnte und gerade das ist, finde ich, was den Charme von Gameboy und allgemein Retro-Games so ausmacht. Das einzige, was dann doch stören könnte, ist der Look. Ich meine, klar, das Teil ist über 30 Jahre alt, natürlich ist hier nicht die neueste Technik am Start. Das Ding ist aber, dass selbst vor 30 Jahren hier nicht die neueste Technik am Start war. Der Sega Game Gear erschien nur ein Jahr nach dem Gameboy und war Segas Versuch, im Handheld-Game mitzumischen. Leider gab es im Vergleich zum Gameboy so einige Probleme wie die geringe Batterielaufzeit oder die Größe, denn man konnte den Game Gear nicht einfach so wie den Gameboy in die Jackentasche stecken. Ja, wenn du halt, ist halt das Problem, was ja heutzutage auch noch, je krasser quasi Display ist oder je krasser irgendwie auch die Prozessoren drin sind oder was halt die Games verarbeitet, desto mehr Energie kostet es natürlich auch. Und da hat dann natürlich so ein simpleres System auf jeden Fall die Nase vorn, weil es viel weniger Energie verbraucht und du dann viel längere Akkulaufzeit bzw. Batterielaufzeit hast, als bei so einem richtig krassen Ding, wenn du so eine fette Grafikkarte da drin hättest und das einfach fett Akku leer saugt einfach. Außer es war eine außergewöhnlich große Jackentasche. Außerdem, und das ist der lustigste Scheiß, hat Sega halt damals sehr auf Konfrontation gegen Nintendo gesetzt und Werbung gemacht, die Gameboy-Nutzer halt so ein wenig verarschen sollen. Da der Gameboy aber tatsächlich eine ziemlich beliebte Konsole war, hatte das eher zur Folge, dass sich Leute beleidigt fühlten und kein. Kann ich mir vorstellen. Also, wenn ich so ein richtiger Gameboy-Fanboy wäre und halt mich richtig reinhypen würde auf die Games, die da drauf sind, alles und dann so eine Werbung gemacht wird, dann hätte das für mich auch zur Folge, dass ich mir so denke, was sind das eigentlich für Keks? Warum müssen die mich fronten? Hätte ich erst recht keinen Bock auf die Konsole gehabt. Keinen Bock mehr auf Sega hatten. Sogar noch im selben Jahr wie der Game Boy ist außerdem noch der Atari Lynx erschienen. Genau wie der Sega. Vor allem erinnert mich das auch ein bisschen an die Apple-Microsoft-Werbung. Also, da hat, glaube ich, Apple auch mal so gefrontet und irgendwie so ein, ja, nicht so einen vergammelten, aber so ein bisschen, sag mal, einen unattraktiven Mann hingestellt, gemacht hat, ich benutze Microsoft Windows für Excel-Kalkulationen und Word-Sachen tippen und arbeiten, so, also so richtig uncool, also richtig uncool dargestellt. Und dann kam es so ums Eck, so ein richtig krass attraktiver Apple-Boys und sagt so, oh, hier bin ich gönne mir meine Musik und komponiere meine Lieder. Also es war schon echt abstrus, wie man halt versucht hat, die Konkurrenz immer down zu machen. So, die letzte Zeit habe ich das nicht mehr so mitbekommen, dass es in der Werbung so Firmen sich gegeneinander fronten. Vielleicht gab es was und ich habe es einfach nicht mitbekommen, aber damals war das schon hart obvious, was die da gemacht haben.
Digga, Game Gear hatte der Atari links ein komplett beleuchtetes Farbdisplay und war dem Game Boy technisch auf jeden Fall was voraus. Man konnte den sogar umklappen, damit er für Linkshänder leichter zu spielen ist. Holy shit. Dadurch, dass die Teile aber technisch so advanced waren, waren sie dementsprechend auch viel teurer. Außerdem hatte der Game Boy die Tetris-Musik. Ich küsse sie. Die Spiele auf dem Game Boy waren einfach viel ikonischer. Erst damals mit diesen 6 Spielen gelauncht und rausstechen tun. Was gab's alles? Tetris, okay, richtig heftiges Game auf jeden Fall. Super Mario Land war bestimmt auch ein guter Verkaufskandidat hier. Boah, von den anderen Games weiß ich nicht, was da abgeht. Baseball, überhaupt keinen Plan. Das hier sieht mir ein bisschen so ein Breakout-Game aus. Könnte auch ganz cool gewesen sein. Ja, aber sieht echt nicht bad aus so. Außer, dass ich die Hälfte davon nicht kenne. Natürlich Mario Land und fucking Tetris. Wo Tetris für uns heutzutage ein selbstverständliches Spiel ist, das jeder kennt, war es damals der heiße Scheiß. Der damalige CEO von Nintendo of America, Minoru Arakawa, hat 1988 eine Demo von Tetris auf einer Handelsmesse gesehen und sich sofort die Rechte dafür gesneakt. Der Game Boy wurde zusammen in einem Bundle mit Tetris verkauft und es war ein regelrechter System-Seller. Heute ist Tetris übrigens mit Abstand das erfolgreichste Spiel aller Zeiten. Oha. Ich dachte eigentlich, dass neuere Titel eher so ganz oben sind. Wie man sieht, sind es ja auch viele hier. Oha, Overwatch auch richtig heftig unterwegs. Mit 50 Millionen verkauften Einheiten. Aber dass so Tetris irgendwie 500 Millionen verkaufte Einheiten fast hat, das ist richtig, richtig hardcore. Ja gut, aber da stehen ja auch noch alle. Okay, da steht jetzt über 65 Plattformen. Also da wurden dann wahrscheinlich auch alle neuen Ableger mit reingezählt. Gut. Ja, aber trotzdem eine heftige Zahl. Sag's euch, das liegt an der Musik. An der Stelle muss ich aber sagen, klar, Theme A ist wirklich wild, aber kennt ihr eigentlich auch Theme B? Dieser Banger wird viel zu selten appreciated. Auf der anderen Seite gab es natürlich Mario Land, was an den Erfolg des damals 4 Jahre älteren Spiels Super Mario Bros. Für den NES anknüpft. Das Spiel ist aus heutiger Sicht nur noch so lala, weil es sich schon noch ein wenig schwammig spielt, aber es ist auch das erste Handheld Mario aller Zeiten, man kann da schon ein Auge zudrücken. Was ich aber loben möchte, ist das generelle Setting. Das Spiel findet nämlich nicht im Pilzkönigreich statt, sondern im Sarasa-Land mit seinen Königreichen Birabuto, Muda, Easton und Chai. Es gibt eine richtig lange Lore zu dem Spiel, wenn ihr denkt, dass ich dachte schon, so tief bin ich echt nicht drin in der Mario-Lore. Ich so eine große Jungfrau bin, dass ich mir eine Stunde lang die Mario Land Hintergrundgeschichte durchgelesen habe, dann liegt ihr absolut richtig. Der Nachfolger Mario Land 2 war von der Lore her auch ziemlich crazy, aber vor allem auch vom Gameplay her um einiges besser als noch der erste Teil. Die Blöcke sind hier um einiges größer, was auch das Spielen um einiges angenehmer macht. Es gibt mehr Level, eine Overworld und die fucking Karotte, das Spiel hat mich überzeugt. Man muss sagen, dass Mario auf der Konsole zwar schon erfolgreich war, das wirklich große Zugpferd hier aber ganz klein anderes Franchise war. Auf dem Game Boy erschienen die ersten Pokémon-Spiele und die Dinger schlugen ein wie eine große, saftige Bombe. Man kann fast sagen, eine ganze Generation hat sich damals Gameboys gekauft, nur um mit deren Freunden zusammen auf Pokémon-Jagd zu gehen. Es war einfach revolutionär, man kann ja heute sehen, zu was für einem riesigen Franchise Pokémon geworden ist und der Game Boy hat daraus auf jeden Fall mit profitiert. Richtig die zweite heftig. Generation Pokémon Gold und Silber ist übrigens auch auf dem Game Boy rausgekommen mit über 23 Millionen Verkäufen direkt hinter der ersten Gen und Tetris, was den Erfolg angeht. Heißt aber natürlich nicht, dass andere Spielereien hier gar nichts zu melden hatten. Zelda Link's Awakening war das erste Handheld-Zelda und eigentlich echt ganz nett. Außerdem war der Game Boy auch das Zuhause von komplett neuen Spielereien. Das allererste Kirby-Spiel aller Zeiten, Kirby's Dream Land, ist für den Game Boy rausgekommen, was natürlich auch aus heutiger Sicht immer noch ein sehr ikonisches Spiel ist. Unser fetter gelber Kumpane Wario hatte ebenfalls auf dem Gameboy sein Debüt, da die halt irgendeinen Villain für Mario Land 2 brauchten. Es dauerte aber nicht lange, bis Wario mit den Wario Land Spielen seine eigenen Games bekam. Das Glück hatte ein anderer böser Doppelgänger leider noch. War Luigi, der arme Boy. Aber gut, Luigi selber ist jetzt ja auch. Also, er hat selber ein paar Spin-off-Titel bekommen. Aber er war trotzdem. Er stand immer hinter Mario, also von der Popularität würde ich mal sagen. Also Mario ist halt einfach für alle der Hype-Boy und Luigi halt auch schon Hype-Boy, aber nicht so heftig. Und jetzt musst du dir mal vorstellen, von Mario quasi der böse Klon ist dann ja theoretisch so ein bisschen hypiger als der Luigi selber. Und dann der Luigi-Klon, der quasi noch irrelevanter ist. Also da kann ich schon verstehen, dass der dann halt keinen eigenen Spin-Off bekommen hat, was ein bisschen sad ist. Nicht. Die Spiele waren trotz der technischen Rückständigkeit einfach nur nice, aber es wäre natürlich trotzdem cool, wenn das Gerät technisch auf den neuesten Stand kommt. Ich bin mir sicher, Nintendo hat da schnell für Nachschub gesorgt.
Die erste Erneuerung des Game Boys kam erst 6 Jahre nach Release mit der Game Boy Special Edition, der eigentlich auch nur ein normaler Game Boy ist und transparent. Cool. 1996 kam mit dem Game Boy Pocket so das erste richtig neue Gerät der Game Boy Familie. Das ist mir neu, dass es so viele unterschiedliche Game Boy Varianten gab. Also das Transparent habe ich auch gesehen, ich wusste aber nicht, dass es als eigene Serie, wenn ich jetzt mal, released wurde. Und das Pocket, das habe ich auch gar nicht mitbekommen. Servus Malte, Junge, nice, dass du reinschaust. Alles fit bei dir? Familie raus und der sieht eigentlich schon echt sehr sick aus. Er ist von der Technik zwar immer noch auf demselben Stand, aber er ist kleiner, lässt sich also leichter transportieren und schluckt nur noch 2 statt 4 Batterien. Nintendo kam aber leider erst 1997, also 8 Jahre nach Release des eigentlichen Gameboys, auf die Idee, den Gameboy Light rauszubringen. Ein Gameboy mit Licht tatsächlich. Er war technisch... Ja, das hätte ich mir eigentlich schon vorher gewünscht, dass sie da vorher einen Gameboy mit Hintergrundbeleuchtung gehabt hätten, weil das hätte schon echt viel ausgemacht. Immer noch auf demselben Stand, hatte aber Beleuchtung im Screen. Wir leben in der Zukunft. Daran sieht man nochmal, wie langlebig der Game Boy einfach war. Die Wii U ist in diesem Zeitraum schon 2-mal gestorben und der Game Boy einfach so, ich habe jetzt Licht. Ein Jahrzehnt nach Release kam aber das erste technisch wirklich erneuerte Modell auf den Markt, nämlich der Game Boy Color. Ich weiß nicht, ob man es erahnen kann, aber mit dem Game Boy Color hat man tatsächlich jetzt Farbe. Aber kein Licht mehr. Obwohl der Game Boy Light... Das ist echt sad. Vor allem, ich glaube, der Game Boy Advance kam ja auch irgendwie wesentlich später und er hatte, soweit ich mich erinnern kann, auch keine Hintergrundbeleuchtung. Oder bin ich lost? Also ich dachte, er hat keine. Was ist los mit Halo? Halo wird später gespielt. Im Stream danach. Ich musste mal auf Twitter schauen, weil ich genau geschrieben hatte. Ich weiß gerade nicht auswendig. Ich glaube, 18 oder 19 Uhr war das. Ja, bei mir ist auch alles gut. Bisschen so Reaction gönnen und so. Die Stars, man kennt's. Buchstäblich ein Jahr vorher rausgekommen ist, hatte der Game Boy Color einfach kein Licht mehr. Nice. Es gibt hier die ewige Diskussion, ob der Game Boy Color sein eigener Handheld ist oder ob er nur eine Abwandlung vom Game Boy ist. Ich meine, der Game Boy Advance heißt auch Game Boy, ist aber ganz klar sein eigenes System mit seiner eigenen Generation an Spielen. Der Game Boy Color hatte auch Exclusives, aber meiner Meinung nach verhält es sich hier ähnlich wie mit dem 3DS und dem New 3DS. Der hatte auch Exclusives, war aber offensichtlich kein eigenständiges System. Ein Großteil der Games, wo Game Boy Color draufsteht, kann man auch einfach in den normalen Gameboy stecken und ebenso spielen, nur halt ohne Farbe. Sie hatten, glaube ich, Angst davor, sich zu sehr auf den Gameboy Color zu verlassen, da der alte Gameboy ja stets beliebt war. Trotzdem gab es nennenswerte Spiele, die den berüchtigten Patch auf der Hülle hatten. Only for Gameboy Color. Beispielsweise Croc. Ich glaube, das waren dann auch die Titel. Also da musste man voll drauf aufpassen. Ich glaube, das waren dann die Titel, die man auch auf dem Gameboy Advance spielen konnte. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, wie das war. Es ist schon 100 Jahre her gefühlt. Wir alle lieben Croc, habe ich recht. Ich glaube, das Spiel, das ich am beeindruckendsten für den Game Boy Color finde, ist ein Port des ersten Donkey Kong Country Spiels. Viele finden, ich eingeschlossen, dass das wirklich eines der schönsten Spiele ist, die damals für den SNES rausgekommen sind. Das jetzt auf dem Game Boy Color zu sehen und das sogar gar nicht mal so schlecht, ist echt eine coole Sache. Leider hatte die Zeit des Game Boy Colors auch relativ schnell wieder sein Ende gefunden, denn nur 3 Jahre später kam der Game Boy Advance raus, der ja dann endgültig die nächste Generation darstellte. Krass, wie schnell die Konsolen gepusht haben. Aufgeführten Game Boy-Systeme konnten sich insgesamt über 118 Millionen Mal verkaufen und zählen somit bis heute zu den erfolgreichsten Konsolen aller Zeiten. Ist auch kein Wunder, denn die Lebensspanne des Game Boys beträgt um die 12 Jahre, das ist wirklich sehr überdurchschnittlich lange. Nintendo hat mit dem Game Boy quasi die Handheld-Industrie erschaffen und gerade zu Zeiten, wo die Welt noch keine Smartphones hatte, auf denen sie zocken können, war es wirklich revolutionär. Und die Tetris-Musik. Ich küsse sie echt. Das ist echt Egal Epic Music. Wie alt er wird, der Game Boy wird wohl immer ikonisch bleiben. Ja, war auch ein richtig geiles Video von Ulti. Könnt ihr gerne ein kostenloses Abo auf YouTube da lassen und mir auch gerne, wenn ihr Bock habt, oder einen kostenlosen Follow auf Twitch. Würde mich